Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Vorrednerinnen haben ja schon darauf verwiesen, dass Cybergewalt eine neue Form der Gewalt ist. In unserer digitalen und vernetzten Welt ist sie omnipräsent. Frau Kofbinger hat gesagt, es ist wichtiger denn je. Das finde ich auch, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, das Thema. Und es bedarf wirklich, dass es auch jetzt aufgegriffen wurde. Und es ist nicht so, dass irgendwas hier aufgepickt wurde, sondern es ist tatsächlich eine Form von Gewalt, mit der wir auch hier uns beschäftigen müssen. Cybergewalt hat tatsächlich verschiedene Gesichter. Sie umfasst sowohl Cybermobbing, also das Mobbing und Schikanieren einer Person im Internet, Cybergrooming, die Anbahnung von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern durch Erwachsene im Netz oder auch Cybersexismus, also offene Misogynie, das heißt Frauenhass im Internet. Auf der 24. und der 25. Konferenz der Gleichstellung der Frauenministerin der Länder wurde das Thema Cybergewalt gegen Frauen und Mädchen tatsächlich diskutiert. Die Ministerin und Senatorin schlugen verschiedene Schritte gegen Cybergewalt an Mädchen und Frauen vor. Was ich, glaube ich, auch hier nochmal deutlich wurde, auch Frau Cibora, Sie haben gesagt, dass das tatsächlich auch überfällig ist. Ich finde das auch, dass es überfällig ist, dass das Thema jetzt so aufgegriffen wurde. Allerdings gab es keine konkreten Vorschläge zur Bekämpfung von Cybergewalt. Auf Landesebene gab es lediglich vage Prüfaufträge. Das haben Sie auch gesagt, Frau Cibora. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Die Konferenz der Gleichstellung und Frauenministerin forderte von den Ländern insbesondere geschlechtsspezifische Aufklärung und Hilfsangebote. In Berlin, muss man auch fairerweise sagen, wird dies bereits teilweise an Schulen und in Freizeiteinrichtungen auch getan. Aber angesichts des Ausmaßes und der zunehmenden Bedeutung von Cybergewalt ist das längst leider so nicht ausreichend. Und wir brauchen die verstärkte Sensibilisierung für das Thema. Speziell muss es Schulungen von Polizei und Justiz, Aufklärung in Schulen, aber auch Universitäten sowie in Freizeiteinrichtungen geben. Das hatte auch meine Kollegin Frau Kofbinger auch hier noch gesagt, was ich auch sehr wichtig finde. Eine allgemeine Sensibilisierung für das Problem Cybergewalt könnte etwa durch eine breite Kampagne erreicht werden. Das wurde auch hier angesprochen. Das will ich noch mal unterstreichen, dass wir das tatsächlich für die Sensibilisierung hier brauchen. Auf der anderen Seite muss es konkrete Hilfsangebote und Opferschutz geben, Frau Cibora. Und das ist, glaube ich, das A und O hier. Und natürlich die bestehenden Beratungs- und Anlaufstellen für weibliche Opfer sexueller Gewalt muss für den Bereich der Cybergewalt erweitert bzw. hier, würde ich sagen, ausgebaut werden. Wir brauchen tatsächlich, ja, effektive Bekämpfung von Cybergewalt. Und dazu habe ich ja auch mal gesagt, dass hier auch ein Aktionsplan vielleicht notwendig wäre. Im Bereich der häuslichen Gewalt in Berlin haben wir bereits einen Aktionsplan und der ist effektiv. Und das kann man, glaube ich, auch hier übertragen. Berlin muss sich aber auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass es einen verbesserten Opferschutz gibt. Dafür sind Änderungen, das hat ja auch meine Kollegin schon angesprochen, Frau Kofbinger, des Strafrechts und des Gewaltschutzgesetzes notwendig. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Palette von Aktionen gegen Cybergewalt ist tatsächlich groß. Der Antrag wird heute hier auch in den Ausschüssen Rechtsausschuss und Frauenausschuss überwiesen. Und dort werden wir die Möglichkeiten ausloten oder beziehungsweise Möglichkeit haben, den vorliegenden Antrag der Grünen, den ich unterstütze, noch zu verbessern oder noch zu qualifizieren. Wir haben dann die Gelegenheit, dort nochmal unsere Ideen einzubringen. Vielen Dank.